So, dann weiter geht's. Ich glaube, jetzt ist der letzte Teil. Ach, jetzt sind da einmal die Prätorianer. Aha, oh, in die Humble Bumble. Travis an Prätorianer. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Leider sind sie es nicht. Das habe ich selbst schon getestet. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier vorgehen muss, wo ich hier lang gehen kann. Also ich muss einen nach dem anderen ausschalten. Ich könnte natürlich eiskalt. Ich glaube, mehr als die sind hier nicht, die drei. Es sind nur die drei, die sind richtig gefährlich. Aber dafür... Ja. So, genau, da sind welche. Da sind zwei. Ich könnte den einen, glaube ich, jetzt von hier aus erschießen. Oder? Ne, leider nicht. Zentrale, hier stimmt. Ersten eliminiert. Oh, den zweiten. Jetzt gucken wir mal, ob wir den dritten treffen. Ich hätte die auch stilvoller abknallen können. Aber ich dachte mir, warum soll ich mir den Geiz geben? Ja. Eliminiert. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Zum Krematorium gelangen. Aha. Genau, ich muss jetzt aufpassen. Hier sind überall diese Bomben. Oh, ich hab's ja erledigt. Das war ja... krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Wow. Okay. Hier geht's weiter. Da. Kann ich die jetzt noch verstecken? Bringt das dann was? Reicht dann was davon, wenn ich die verstecke? Oder kriege ich dann Pluspunkte? Ich glaube es ja nicht, aber wäre schon lustig. Tatsächlich, ich kriege hier nochmal Pluspunkte. Ja, wobei, es ist eigentlich nicht so wichtig. Ich habe jetzt hier echt gut abgeschnitten. Gut, dass ich die Sniper behalten habe. So. Ja, sichtbar bewaffnet. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Gibt es hier mehrere Wege rein? Glaube nicht. Krematorium erreicht. Sprengladung mitnehmen? Können wir mitnehmen. Benjamin Travis erledigen. Ladung platzieren. Peng. Was? Verlasst du die Agency, wirst du gekillt. Jetzt. Nee, ne? Nein. Nein, nein. Das ist ja jetzt nicht wahr. Oh, nee, ne? Travis an Prätorianer. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Ja, ja, ich hab's auch schon bewiesen, dass ich der Beste bin. Shit. Nee, Alter. Das war doch jetzt echt nicht wahr, ey. Ah, Mann. Da dachte ich, hier geht's jetzt mal locker ab und die anderen beiden bleiben jetzt stehen, oder was? Bewegen sich jetzt gar nicht mehr. Na, ganz geil. Na, gucken wir mal.
Ich hab die so gut gekillt und dann das, ey, das gibt's doch nicht. Und auch leise und alles und... Oh. Nee, oh Mann. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ey, jetzt, die bleiben jetzt knallhart stehen, oder was? Ja, da sehe ich, die bleiben da knallhart stehen. Ich könnte den jetzt erledigen, jetzt gleich. Bewegen sich kein Meter, ey. Kopfschuss. Das heißt natürlich verbockt, weil sie mich jetzt gesehen haben, aber theoretisch müsste es jetzt ganz locker sein. Ja. Shit. Hey, das gibt's nicht. Ich dachte gerade, ich feier voll ab. Ja, geschafft, locker, alles cool. Dann das, ey. Entdecken die mich auch noch und dann sterbe ich auch noch so doof. Ach Gott. Hat mich ja echt das Glück gepachtet. Wissen wir es jetzt noch, wenn ich hier so eine Falle rein... Scheiße. Aber weißt du was? Oder wisst ihr was, besser gesagt? Ich gehe jetzt ganz auf Nummer sicher. Oh, nee, nee, nee. Ey, so gut. Punktzahl und dann das. Oh ja, ich hau jetzt ab. So. Gucken, ob das hier noch eine Bombe ist. Ah. Wäre so einfach gewesen. Da ist er. Fischgesicht. Sie raffen es nicht. Sie sind so ein verblödeter Wichser. Sie wurde geschaffen, um zu töten, genau wie sie. Es wäre einfach nur perfekt. Sagen Sie es mir. Ist sie wirklich tot? Diana. Haben Sie sie umgebracht? Das werden Sie nie erfahren. Hitman Absolution oder auch Absolution. Diana, tu, was du tun musst. Großartige Arbeit 47. Das Geld wurde auf Ihr Konto überwiesen. Willkommen zurück und vielen Dank.
Wer sind Sie? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich kann helfen, ihn zu finden. Wenn der Preis stimmt, natürlich. Ja, das war Hitman Absolution oder Absolution, je nachdem, da streiten sich Schrecki und ich immer noch ein bisschen drüber, ob es Absolution oder Absolution heißt. Auf jeden Fall, ich weiß, ich habe gerade sehr negativ über das Spiel geredet, weil ich keine Lust mehr habe und es auch nicht mehr am Ende mit viel Liebe gespielt hat, das ist richtig. Lag aber auch daran, weil mich dieses Spiel sehr angestrengt hat, muss ich ehrlich sagen. Es ist was anderes, es zu Let's Playen und dann noch dazu zu reden und es vorher selbst gespielt zu haben. Ich habe es vorher natürlich schon mal durchgespielt, als es damals rauskam, habe ich es mir geholt und war begeistert und bin eigentlich auch ein totaler, absoluter Hitman-Fan und auch generell dieses Schleichen und Stealth und heimlich und überhaupt, das hat es mir total angetan. Aber in diesem Sinne, muss ich sagen, war es für mich echt anstrengend. Also ich muss sagen, es war für mich ganz schön anstrengend, weil ich oft das Spiel mehrere Male wiederholen musste und es auch ein ziemlich langes Spiel ist, muss ich sagen. Es ist zwar immer aufgeteilt zwischen den einzelnen Kapiteln, wie man ja mitgekriegt hat, aber ja, das muss ich sagen. Alles im Ganzen, muss ich sagen, hat es mir doch Spaß gemacht jetzt zum Schluss. Es ist doch ein echt gutes, geniales Spiel, was ich nur empfehlen kann. Der das Spiel möchte, spielt es auf meine Art, wie ich es gemacht habe oder anders, je nachdem. Im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich es jetzt hinter mir habe und möchte jetzt mit neuen Sachen beginnen und denke, dass ich dann endlich mal zu den Teilen komme, wo ich jetzt richtig Bock drauf habe, wo ich mir einfach denke, ja, das ist jetzt sinnvoll, das weiterzumachen. Natürlich geht es auch weiter mit DayZ. Keine Frage, Bolt, Schrecki und ich machen weiterhin DayZ-Folgen. Wir haben auch ziemlich viele vorproduziert, beziehungsweise haben noch ziemlich viele vor uns und machen auch die ganze Zeit weiter und sind da echt hart am Produzieren und Produzieren und das ist auch echt mega, weil es ist unser größtes Projekt, was wir im Moment haben beim The Office LP und ja, ich bin hellauf begeistert, wie das auch im Moment alles läuft mit The Office LP, die Abonnentenzahl steigt bei uns und ganz viele gucken die Videos an und daran auch echt vielen, vielen, vielen Dank daran, dass wir so viele Video-Klicks bekommen und das ist super toll und macht auch super viel Laune, finde ich. Also es ist toll. Wir machen das ja hauptsächlich auch zum Spaß, nicht auch kommerziellen Dingen, weil wir Zocker sind und weil wir Spaß am Zocken haben. Das ist unser Hauptgrund und das ist auch wirklich das, was uns begeistert an dem Spiel, an Spielen generell, am Zocken generell, am Let's Playen, sagen wir so, am Let's Playen. Und das ist halt mega toll und wir bedanken uns, ich spreche auch im Namen von Bolt und Schrecki dafür, danke für die vielen Zuschauerzahlen und so. Und Joe ist im Moment ein bisschen verhindert, der kann im Moment nicht so viel, weil das war ja unsere Produziermaschine und der hat es ja uns auch richtig immer gezeigt und alles und überhaupt. Und ja, im Großen und Ganzen macht es uns ja auch wirklich viel Spaß. Um noch was zum Ende von Hitman Absolution zu sagen oder Absolution. Ich sag jetzt immer Hitman Absolution, ist vielleicht besser, bevor ich jetzt die ganze Zeit beides wiederhole, immer Hitman Absolution. Auf jeden Fall scheint es ja einen neuen Teil zu geben, beziehungsweise das hat ja jetzt das Ende darauf angedeutet, dass es nochmal einen neuen Teil gibt, wo der Officer oder der, ich weiß nicht, Chief oder der halt der, ja, Inspektor da halt uns suchen möchte und Birdie natürlich seine Finger wieder im Spiel hat und er alles für Geld natürlich macht. Er hat uns an Dexter verpfiffen, er hat uns eigentlich an allen möglichen verpfiffen, er hat uns natürlich auch vieles gegeben, aber im Großen und Ganzen ist er schon eine ganz schön hinterhältige Sau, muss man sagen. Also Respekt und wie wir gesehen haben, Diana hat überlebt. Diana wurde nicht getötet, obwohl wir eigentlich gesehen haben, dass er sie tödlich verletzt hat oder ziemlich schwer verletzt. Sie hat ja geblutet, lag auf dem Boden. Aber anscheinend hat er sie noch gerettet. Von daher muss das ja... Hätte mich interessiert, wie er es gemacht hat. Ob er sie jetzt abgeholt hat. Er hat ja, wir haben ja alle am Anfang ausgeschaltet und was er gemacht hat. Ja, es hätte mich doch echt interessiert, wie er das dann angestellt hat. Das wäre ganz interessant zu erfahren. Ja, im Großen und Ganzen danke fürs Zusehen
Es hat mir ultra viel Spaß gemacht jetzt doch noch zum Schluss, obwohl ich doch so negativ jetzt über das Let's Play geredet habe. Es lag aber auch persönlich an mir. Dafür entschuldige ich mich auch ganz herzlich. Ja, danke. Was soll ich noch viel sagen? Ich hoffe jetzt, dass die Credits fertig werden und dass ich dann praktisch es beenden kann. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, hat es mir mega viel Spaß gemacht und war es auch ultra lustig. Gut, der eine Fail, den ich mir jetzt geleistet hatte, zum Schluss, dass ich mich direkt neben die Tür gelegt hatte. Ich habe gedacht, dann ich muss nochmal rein und abschießen, aber ich hatte das total vergessen. Es war der Epilog, es war die Absolution. Es war der Untergang vom Fischgesicht und von seiner Assistenten und das war mega. Megamäßig gut, megamäßig lustig. Megamäßig viel Spaß gemacht. Und von daher danke fürs Zusehen. Und ja, würde ich sagen, meine nächsten Let's Plays, die ich persönlich mache, vielleicht mache ich mal auch wieder was mit dem Schrecki, hätte ich ja richtig Lust drauf. Mal sehen, ob ich sie jetzt hinkriege. Ich würde nämlich gerne meine Elgato endlich benutzen. Darauf hätte ich wirklich Lust, die mal endlich einzusetzen. Und ja, Let's Plays auf der Xbox zu machen. Unter anderem ein, zwei Ultra-Lieblingsspiele von mir. Ja, also in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr so toll mitgemacht habt. Und dass ihr mich so ertragen habt. Ich weiß, ich bin gerade nicht der beste Redner an manchen Stellen gewesen. Aber ich sage nochmal ganz herzlich Danke und wünsche euch weiterhin viel Spaß auf unserem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play. Schreibt etwas in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Oder liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Gute!